Trotz strömenden Regens kamen Aktivisten aus aller Welt in die Bonner Rheinauen, um an einem spektakulären Luftbild mitzuwirken. Die Aktion bildete den Auftakt für eine Demonstration vor dem Bonner Maritimhotel, wo zurzeit Verhandlungsführer der ganzen Welt einen globalen Klimavertrag ausarbeiten. Hier wird zwei Wochen das globale Klima verhandelt und sehr schön heute hier mit Kollegen von Greenpeace Oxfam und unseren Leuten vom WWF mal zu zeigen, dass es nicht nur irgendwie in dieser Blase im Maritim alles passiert, die zukünftige Klimapolitik nicht nur auf sterilen Fluren beschlossen wird, sondern dass es auch um Leute geht, die da draußen sind und die das hier heute mal auf die Straße bringen und zeigen. Mit ihren Körpern bildeten die mehr als 200 in weiße Anzüge gekleideten Aktivisten den Schriftzug Yes, you can auf einer Wiese nahe des Rheins. Also wir kommen jetzt gerade von diesem supergeilen Stunt, wo wir uns hingelegt haben. Wir mussten uns alle auf Buchstaben legen, ja? Und dann haben sie uns auch gesagt, hier, okay, jetzt alle gleichzeitig tick, tick, tick rufen. Und die Kamera hat es von oben halt vom Kran aus aufgenommen und ich glaube, es ist ein super Bild geworden. Unter den Aktivisten der vom US-amerikanischen Künstler John Quigley entwickelten Aktion fanden sich Mitglieder verschiedener Organisationen, die sich alle hinter einer Kampagne namens Tick 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 versammelten. Tick 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 means the time is running out for climate action. And we're here at the UN trying to get them to just wake up and start doing things and get to a good agreement in Copenhagen. Vor dem Hintergrund der herannahenden Klimaverhandlungen in Kopenhagen hat sich die Kampagne das Ziel gesetzt, die Stimme der Bürger zu nutzen, um ein Klimaabkommen zu fordern, welches den aktuellen klimawissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Good afternoon, climate movement! My name is Ben Wicker, I'm with Avaaz.org. It's a global community of millions of people that are all cheering around the world right now for all of us gathered here today to bring climate justice here to Bonn and all the way through to Copenhagen. So if you can say hello world, they'd really appreciate it. Den Höhepunkt der Demonstration bildete die Überreichung einer Uhr an die Organisatoren der Konferenz, welche die Verantwortlichen daran erinnern soll, dass die Zeit zum Handeln begrenzt ist. Die Veranstaltung war nur eine der in den nächsten Monaten geplanten Aktionen gegen den Klimawandel. Ein Bericht von Oliver Baune.